Oh, fuck, fuck, fuck. Oh, nochmal gerettet, Alter. Willkommen zurück, liebe Freunde, zum Need for Speed Underground Let's Play. Heute geht's weiter mit der Karriere und ja, wir gucken auf die Rennkarte direkt, was wir so Schönes noch fahren können. Wir haben mittlerweile 10 Rennen gewonnen und ja, Runden-K.O., Drag, Sprint und Drift. Und ich würde sagen, mit dem GTI-Driften, ja, das hat ja letztes Mal so gut funktioniert, können wir direkt wieder machen. Jagd auf Dirt. Dirt ist nicht gerne der Verlierer beim Dirt-Rennen. Du vielleicht? Ich bin nirgendwo gerne ein Verlierer. Also, wann verliert man schon gerne? Außer es ist absichtlich, weil man irgendwas erreichen will. Oder man will seine Wette gewinnen. Dann kann man verlieren. Und der Golf braucht immer noch dringend ein Auspuff-Upgrade. So. Jetzt haben wir ein bisschen mehr Power. Ja. Gebe zu, ich bin nicht der beste Drifter. Aber wie gesagt, wir sind ja gerade ein Fronttriebler mit Querschmeißen. Ich glaube, da ist das mal, ja, entschuldbar. Ja, das gibt ganz gut Punkte. Ja, ich muss hier auf der Zone driften. Und fertig. Mit leichtem Vorsprung gewonnen. Mehr als doppelt so viele Punkte. So, machen wir jetzt weiter. Jagd durch die Stadt. Gewinner das Rennen von Chinatown zu den Wohnblocks von Atlantica. Machen wir doch. Atlantica erinnert mich immer sehr an Need for Speed 3, weil es da auch eine Strecke gab, die Atlantica hieß. Und das Pendant dazu, was ähnlich war, hieß sogar Aquatica. So, los geht's hier. So, und noch eine kleine Anmerkung. Ich habe jetzt erstmal für diesen Teil wieder die Bewegungsunschärfe eingeschaltet. Damit man mal wieder so ein bisschen die Unterschiede sieht. Also ich finde es eigentlich fast mit Bewegungsunschärfe besser. Aber wie gesagt, ich richte mich danach bei euch. Nur bis ich die Kommentare gelesen habe, da habe ich schon, ja, halt schon ein paar Aufnahmen gemacht. Und ja, ist jetzt halt wegen der Osterfeiertage, da musste ich mal ein bisschen gucken. Ich meine, der erste Teil, der kommt dann halt passend am Karfreitag raus. Also Karfreitag müsste in dem Fall dann mit C schreiben. Beziehungsweise ist dann im Endeffekt ja schon rausgekommen, ist jetzt schon der dritte Teil. Das finde ich dann ziemlich gut. War auch total geplant von mir. Also eigentlich nicht, aber... Jo. Ja, der eine GT bleibt aber ganz gut dran. Aber es gibt keine Chance, dass er an mir vorbeizieht. Aber die letzten Male bin ich auch immer sehr gut hier durchgekommen. Also irgendwie hatte ich jetzt keinen großartigen Zwischenfall mit dem Verkehr, dass ich jetzt irgendwo richtig böse hängen geblieben bin. Ich könnte natürlich jetzt mich weit aus dem Fenster lehnen und sagen, ja, das liegt ja in meinem Können. Einfach weil ich so gut fahren kann.
Aber ich würde mal sagen, das liegt zum Großteil an Glück und ja. Und dass viele Events halt keinen Verkehr hatten. Das, dann ist halt die Wahrscheinlichkeit, mit einem Passanten zusammenzustoßen, ziemlich gering. So, Level 2 Decals haben wir freigeschaltet. So, machen wir mal Dragon. Wie viele Hufeisen besitzt du eigentlich? Deine Glückssträhne wird jetzt beendet. Klatsch rauswerfen. Vorsicht, Gegenverkehr in diesem Drag-Rennen auf Highway. Was? Highway 1. Klatsch wird schnell merken, dass du kein Versager bist. Boah, das Spiel, das lobt mich ja. Oder gib mir Rückendeckung, ich bin kein Versager. Das ist ja geil. Wir haben immer noch kein Nitro. Ja, wir glitschen uns so ein bisschen durch den Ford Focus. Ach ja, durch die Leistungsupgrade haben wir jetzt einen anderen Schaltpunkt. Okay, der hat gerade für mich gelenkt, aber okay. Wollte nicht nach links lenken, deswegen habe ich jetzt gerade schlecht geschaltet. Jetzt ist das Schalten noch leicht, aber spätestens bei so Autos, wo der Schaltpunkt also so wirklich so ganz klein ist, oder wo es nur so einen ganz kleinen Bereich gibt, wo man halt perfekt schalten kann, da wird es dann richtig schwer. Joa. Easy game. So muss das laufen. Und nicht anders. Warte mal kurz. Klatsch war sogar nur Dritter. Alter, der kann ja gar nichts. Geld. Und Runden-K.O. Dieser Civic Club hat auf dich abgesehen. Nimm dir einen nach dem anderen vor. Im Runden-K.O. am Olympic Square. Olympischer K.O. Ja gut. Aber man muss echt sagen, die Autos sind gar nicht mal so schlecht. Und ja gut, links dieses Grün mit Rot. Naja, aber der rechte Honda Civic ist echt, also es ist teilweise echt geil getunte Autos, muss man echt sagen. Der eine hat so eine Spoilerlippe, von der ich aber hier im Spiel jetzt nicht so viel halte. Und ja, ich habe halt immer noch diese, nennen wir es mal, schlaffen Auspuffe. Auspuffrohre. Vielleicht gucke ich mal, vielleicht werde ich dann im nächsten Teil mal noch den Wagen umlackieren. Ja, weil so auf Dauer ist so das Blau so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen eintönig, aber ich fürchte, leider würde den Wagen schwarz stehen. Schwarz ist halt so eine Farbe, die kannst du leider auf jedes Auto packen. Ich muss ja sagen, bevor ich angefangen habe, Underground zu Let's Play, da dachte ich schon irgendwie, oh, da werden ja ein paar Rennen kommen, die auf jeden Fall schwer sein werden. Aber momentan merke ich halt wirklich nichts davon. Die werden noch kommen, das weiß ich. Aber jetzt ist gerade noch easy peasy. Ich muss auch sagen, der Golf hat mittlerweile auch schon eine angenehme Geschwindigkeit, die er drauf kriegt. Also man merkt das Tuning, spätestens seit dem Turbolader. Geht das Ding schon gut nach vorne. Macht euch Bock, durch die Stadt zu rasen. Aber ich muss auch sagen, Underground 1 und Underground 2 hatten auch echt eine geile Fahrzeugphysik. Weil hier sieht man zum Beispiel, dass man hier und da vielleicht nochmal das Auto verlieren kann. Aber man kann es auch wieder abfangen und das fühlt sich alles für ein Arcade-Spiel echt gut an. Ich mache mittlerweile das Gegenteil von Need for Speed Undercover. Ich lobe das Spiel nur. Weil in Undercover so, ja, das war schlecht, das war nicht gut. Ja, bei Underground 1. Boah, das war so gut, Alter, das Spiel. Dieses Spiel, Junge. Boah, wie gut man da langkommt, ey. Man muss zwar kurz lupfen, aber da kommst du echt mit einer guten Speed lang. Oh, fuck, fuck, fuck. Boah, nochmal gerettet, Alter.
Problem ist, gerade hat der Song einen richtig geilen Part, aber wir haben das Rennen leider beendet. Das fand ich am Burnout Revenge ganz geil, da ist nämlich die Musik trotz Ladezeit weitergelaufen. Geld? Oh, Turnier. Stell dich drei aufgemotzten Schlitten mit Frontantrieb. Achso, ich dachte, da kommt noch ein Verb. Gewinnst du hier, stehen mehr Leistungsupgrades auf deiner Einkaufsliste. Was haben wir denn da? Das ist ja Ford Focus, Peugeot, Honda Civic. Ja. Oh, nee, das eine ist ein Subaru. Oder nee, Quatsch. Mitsubishi. Sorry. Ich finde den Lancer hier auch überhaupt nicht schön von der Front, ne? Das sieht ja echt nicht geil aus, das Auto, ne? Ich werde jetzt wahrscheinlich ein paar JDM-Fans kraulen, aber. Ja. Ja. Super Leistung. Hast du gut gemacht, Kollege. Fahren wir mal hier lang. Einfach weil wir das können. Kann man auch im echten Leben machen. Einfach so runterspringen mit einem total, ja, sowieso schon, also egal ob tiefer gelegt oder nicht, kann man solche Sprünge machen. Das Bodykit ist auch nicht im Arsch, vor allen Dingen die Aufhängung ist nicht im Arsch, vor allen Dingen der Rücken ist auch nicht im Arsch und das war jetzt sehr gekonnt. Natürlich auch total geplant. Autos. Mir fällt gerade auf, 4 Runden. Alter, okay, steigt aber ordentlich an, ey. Das Schlimme, was mir auch noch so auffällt, in dem Spiel ist ja auch so ein bisschen, ja, Werbung platziert, ne? Und theoretisch, auch wenn das vielleicht so alte Plakate sein mögen, aber im Endeffekt haben die eigentlich bis heute noch Wirkung, weil so Fastfood-Ketten gibt es ja immer noch. Und wenn du zum Beispiel das Spiel noch spielst und dann sagst du irgendwie, boah, ich habe jetzt Hunger. Boah, im Spiel habe ich doch das und das gesehen. Ich werde jetzt da und da hinfahren. Fahren wir mal hier unten lang. Sind wir immer jede Route gefahren. Auto. Boah. Also der vierte, der ist mittlerweile schon furchtbar weit weg, bei 20 Sekunden. Der hinter mir, der, ja, er versucht noch was, aber da kommt auch nicht so viel. Fahren wir noch einmal außen rum. Und dann haben wir das Rennen auch, wenn jetzt nichts mehr passieren sollte, gewonnen. Das wäre richtig nice. Ja. Wenn man einfach stur nicht vom Gas gehen will. Ah, Taxi. Okay, LKW ist einfach stehen geblieben.
Da dachte sich, boah, der Golf sieht geil aus, den muss ich jetzt mal unbedingt mehr angucken. Und damals war noch nichts mit Handys, also mit Fotohandys. Wobei gab es 2003. Also ich sag mal so, ich glaube, da gab es noch nicht wirklich diese. Ich meine, es gab schon 2005 zum Teil, das hat man nämlich an Tokyo Drift, also an Fast and Furious Tokyo Drift gesehen. Da haben die schon mit ihren Club-Handys schon Videos gesehen. Und irgendwie auch sogar, irgendwie glaube ich sogar den Stream von dem Tokyo Drift halt. Von diesem Abschluss-Event, was man halt im Film hatte. Und da gab es, meine ich, schon auf jeden Fall Kamera-Handys. Oder Handy-Kameras. Keine Ahnung, wie man es aus, in welche Richtung man es aussprechen soll. Aber. Das ist ein schöner Effekt übrigens. Wie sich das so da zusammenbündelt. Zwiebel Underground 2, da gibt es auch so einen komischen Effekt, wo auf einmal so eine Explosion kommt. Nee, aber 2003 gab es das, meine ich, noch nicht. Also da war man noch sehr spartanisch unterwegs. Ich weiß auch gar nicht, wann es die ersten Club-Handys überhaupt gab. Also ich habe so das Gefühl, 2004 kamen die erst. Müsste man echt mal googeln. Ja, wieder übliches Thema. Funkus Rennen in Arcade-Spielen. Sehr aufregend. Weil so ein Drag-Turnier, das geht so mit am schnellsten vorbei. Oder so ein Sprint-Turnier. Also ein Sprint-Turnier geht auf jeden Fall wesentlich schneller vorbei als ein Rundkurs-Turnier. Aber wenn ich so ein bisschen versuche, mal so ein bisschen auf den, also vor allem auf die Soundeffekte von Underground 1 zu hören, ich meine, okay, ist jetzt natürlich die Musik, der jetzt auch stark am Dröhnen ist, aber ja doch, ich höre da so ein paar Geräusche, so, ja doch, das haben sie schon damals eingebaut, wenn man an Sachen schnell vorbeifährt, weil in Underground 2, meine ich, haben sie das nochmal stark, ja sagen wir mal verbessert, also da ist es schon fast ein bisschen übertrieben, aber da finde ich es richtig geil, wenn du so unter Brücken oder sowas lang fährst oder alleine in Laternen vorbei, das hat so einen geilen Effekt. Das macht viel aus, muss man nicht sagen. Das lässt das Spiel dann wirklich, allein wegen durch den Zaun, lässt es das Spiel nochmal irgendwie lebendiger oder auch echter wirken. Ja, und damit die letzte Runde. Ich kann diese Spannung überhaupt nicht in Worte ausdrücken. Weil es keine Spannung gibt. Ich könnte natürlich Spannung verursachen, indem ich einfach sage, oh nein, ich gewinne ja gar nicht. Jetzt müssen wir uns ja im dritten Rennen dann auf einmal anstrengen, aber irgendwie habe ich da gar keine Lust drauf. Ich natürlich nochmal Abkürzung nehmen können, aber man kommt hier teilweise mit so einer Speed an, dass ja, man da vielleicht doch lieber vorsichtiger fährt. So. Rennen Nummer 2 natürlich easy gewonnen. Nächstes Rennen. Und damit würde ich sagen, dann noch letztes Rennen für dieses Video. Weil man muss sich ja von dieser geballten Spannung und von dieser, ja, keine Ahnung, verdammter Sarkasmus, man muss sich davon ja dann auch mal erholen, ne? Ist ja richtig. Ich kann ja nicht immer die ganze Zeit hier Kopf-an-Kopf-Rennen haben.
sagt sich das Spiel wahrscheinlich gerade auch. Ich meine, okay, der Start, der geht noch. Die fahren soweit noch mit. Aber irgendwann sind sie weg. Ich hätte das Reifen-Upgrade nehmen sollen. Von TJ letztes Mal. Leute, ihr müsst auf der Autobahn fahren, nicht stehen bleiben. So, diese Route hier ist auch ein bisschen tricky. Da hat man immer mal wieder so kleine Bodenwellen, die einen echt böse aushebeln. Ich merke gerade, ich habe so ein Problem, geradeaus zu fahren. Man muss echt aufpassen. Bei den Geschwindigkeiten geht das noch, aber später wird das dann echt schlimm. Und diese ollen Schilder haben mich sehr böse abgebremst. Die anderen Gegner denken sich jetzt so, ja geil, kann ich direkt durchfahren. Die Strecken von Anagon waren schon echt geil. Hat einfach Bock gemacht, da lang zu fahren und war schon echt cool. Ja, gerade hier auch schon die Laterne, hört man schon diese ganzen Windgeräusche, das ist schon wirklich sehr gut umgesetzt. Außen schön überholt. Joa, also der Viertplatzierte ist mittlerweile schon 35 Sekunden weit weg, aber der Zweitplatzierte, der ist noch in Angriffsnähe mit seinem Lancer. Nennen wir es mal Angriffsnähe. Also der kann noch was reißen, der kann sich hier noch einen Sieg holen. Aber selbst wenn ich Zweiter werden sollte, ich glaube sogar wenn ich Dritter werden sollte, dann müsste ich das hier trotzdem ohne Probleme gewinnen. Das ist halt so das Schöne an Turnieren. Ich habe also das Gefühl, dass ich eher davon fahre, als dass ich hier noch irgendwie durch das Gummiband wieder eingeholt werde. Aber man sollte nicht zu vorlaut sein, weil das Spiel wird auf jeden Fall noch schwer. Und ich sehe schon irgendwann die ersten Neustarts kommen und ich dann sage, ah, verdammt, werde wahrscheinlich nicht unbedingt fluchen, aber ja, das wird mich jetzt wahrscheinlich schon triggern. Stimmt, eigentlich wollte ich das werde ich wahrscheinlich dann im nächsten Video machen. Unter anderem mal nach Auspuffblenden gucken, aber ich glaube, ich habe leider noch keine freigeschaltet, das wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Und ich denke mal dem Golf nochmal eine andere Optik verpassen und ich, im übernächsten Teil, so im Teil 5, werden wir mal schauen, ob wir nicht vielleicht dann auch mal einen Autowechsel wagen, dass wir hier und da mal, ein bisschen Individualität haben, ein bisschen verschiedene Karren am Start, also ein bisschen Abwechslung. So, dann haben wir erstmal ihr schmeidig gewonnen. Also viel zu geschmeidig, weil das war ja viel zu einfach. So, 6.205 Dollar oder keine Ahnung, Credits.
Leichtbauaufhängung und endlich Nitro freigeschaltet. Und ja, drücken wir auf Weiter. Und damit hätten wir das auch geschafft. Zeitfahren kommt wieder als nächstes dran. Das wird dann höchstwahrscheinlich wieder ein neues, einzigartiges Leistungsteil von TJ sein. Und ja, Freunde, damit geht es dann im nächsten Video von Need for Speed Underground weiter. Und ich hoffe, ihr freut euch drauf und seid nächstes Mal auch wieder mit dabei. Bis dahin, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.